Jo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier euer Olli für euch am Start mit einem spontanen Infovideo Nummer 3. Ha! So schnell könnt ihr nicht reden, ne? Nein. Leute, wieder ein schönes spontanes Infovideo für euch hier. Ihr seht es, es ist spontan. Ich bin unrasiert. Ja? Hab mich überhaupt nicht vorbereitet. Es ist auch alles random, was ich hier mache, ja? Okay. Nur zwei Sachen. Diesmal geht es darum, dass wir im Moment, dass sich ja vielleicht ein paar wundern, ja, Olli, ihr habt ja Gamechecks angekündigt, wo bleiben die denn? Ja, das ging ein bisschen hin und her und ich war da irgendwie auf die Hilfe der anderen auch angewiesen und ich bin irgendwie auch nicht wirklich zum Schneiden gekommen, aber das wird sich jetzt ändern, die kommen die nächsten zwei Wochen und zwar beide. Das kann ich euch versprechen, die kommen auf jeden Fall jetzt, die nächsten Wochen kommen die jetzt. Tage, wollte ich sagen. Ja, unregelmäßiger Upload-Plan ist im Moment, also im Moment ist ein bisschen echt Kuddelmuddel bei uns auf dem Kanal, weil wir im Moment auch nur ein Video pro Tag hochstellen und auch irgendwie gar keine Reihenfolge mehr haben, sondern einfach, was gerade da ist, wird hochgestellt. Ja, das liegt daran, dass ich nicht dazu gekommen bin, Metroid Prime aufzunehmen, weil ich eben ein bisschen was für die Uni zu tun hatte und ich wollte noch mit Yannick anfangen, was zu Let's Playen, was ganz, ganz Neues, Tolles. Aber ja, hat irgendwie nicht hingehauen, das Spiel hat nicht gestartet und jetzt startet es aber. Das heißt, es wird auf jeden Fall jetzt auch die nächste Zeit nachgeholt. Und wenn das alles wieder läuft, gibt es wieder einen neuen Upload-Plan. Dann werde ich dem vielleicht auch mal so einen Upload-Plan hier irgendwie machen, dass ihr seht, was da gerade so läuft. Ne? Genau. Aber, also das jetzt so den Videos, was da gerade so läuft. Aber ansonsten ist eigentlich alles beim Alten. So, jetzt kommt der Hammer, ja? Wir haben 300 Abonnenten geknackt. Leute, ist das nicht geil? Mal ganz ehrlich, also ich habe mich ja gefreut ohne Ende. Und ich weiß aber, dass es nicht allein mein Verdienst ist. Natürlich hier Dave, Yannick, Kati, also wenn ihr mich jetzt gerade seht, ich danke euch dafür, dass ihr... Also ich kann ja jetzt sagen, es war ursprünglich meine Idee, mit sowas anzufangen. Und Yannick hat sofort dazu gestimmt. Dave wollte auch schon immer mal mitmachen. Und Kati kam dann ein bisschen später dazu, aber da hat er auch sofort Bock gehabt drauf. Und ja, also euch danke ich auf jeden Fall erstmal. Und wir wollten ja eigentlich hier eine Art Special machen, aber das haut zeitlich auch nicht wirklich hin, weil ich die Jungs vielleicht wahrscheinlich erst nach Weihnachten wiederfinde und das wäre ein bisschen spät. Deswegen haben wir gedacht, ey, machen wir das Special eben ein anderes Mal. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Mein Special für euch ist praktisch jetzt ein Dankeschön. Und zwar an jeden, der mir jetzt gerade hier aus dem Affekt einfällt. Nämlich zum ersten FritzMF oder Fritmon. Ihr werdet jetzt beide hier verlinkt. Hier verlinkt, ja, okay. Fritmon, FritzMF, Simon und Fritte, ihr seid die geilsten. Also euch kenne ich wirklich schon seitdem ich angefangen habe mit dem ganzen Zeug und ihr habt euch wirklich auch echt Mühe gegeben, uns zu supporten und wir haben ein Let's Play Together gemacht, Rayman Origins, wir haben Battles gemacht, wir haben euch besucht, wir haben eine Menge Spaß gehabt, auch auf der Gamescom, es war super. Ihr seid zwei richtig coole Typen, ich mag euch und ja, bitte bleibt uns erhalten. Der zweite ist der Mr. Kobrick. Ja, also Kobe, dich liebe ich sowieso. Also du bist ja so ein geiler Typ einfach. War bei mir, hat mit mir Kaizo Mario durchgespielt. Das war der von der Kaizo Mario Compilation. Also wer das noch nicht gesehen hat, sofort hier gucken. Sofort. Ist eine super geile Sache geworden. War eine Menge Arbeit, also angucken, ja. Und ja, Kobrick, muss ich einfach nur sagen, ich glaube, den habe ich auch irgendwann mal angeschrieben und... der fand cool, was wir machen und hat auch eine Promo gemacht und hat jetzt auch uns für die letzten 3-4 Abonnenten haben wir jetzt praktisch auch durch ihn erhalten, weil er uns im Stream von sich selbst erwähnt hat und kann dir nicht genug danken. Finde ich echt klasse von dir. Also Kobrick auf jeden Fall, super klasse Typ. Der dritte, mit dem ich jetzt leider nicht so viel zu tun habe, leider, weil es auch ein cooler Typ ist, ist der Shazo1305. Der Shazo, dem habe ich einfach mal meinen Azura's Wrath oder unseren Azura's Wrath Gamecheck geschickt, worauf er uns in einem Update-Video genannt hat und wir einfach mal 50 bis 60 Abonnenten innerhalb von 2 Tagen bekommen haben. Und das war natürlich ein riesiger Boom. Also ich weiß ja nicht, Shazo, wie es für dich ist, aber für uns ist das gigantisch. Kannst du ja denken. Hast ja auch klein angefangen. Und daher, ich weiß, ich habe mich bei dir schon 5000 Mal bedankt, aber hier nochmal speziell an dich. Ich gucke dich jetzt an. Vielen Dank. Super, finde ich auch klasse, macht auch selbst klasse LPs, deswegen hier auch nochmal eine Verlinkung an ihn. Und ja, das war's von Shazo1305, also auf jeden Fall Ihnen auch mal vorbeischauen und nochmal vielen, vielen Dank. Ja, wer uns dann auch schon sehr lange begleitet hier durch unser YouTube-Leben, ist der Mr. The Sam Samers. The Sam Samers, den habe ich glaube ich seit ungefähr 2 Monate nachdem wir angefangen haben, hat, ich weiß gar nicht mehr, wie ich, Sam, weißt du noch? Wie ich auf dich gekommen bin oder du auf mich, weiß ich gar nicht mehr.
es war irgendwie komisch. Auf jeden Fall, der hat sich Mühe gegeben, uns zu promoten, hat leider damals nicht so viel gebracht, weil wir halt auch wirklich wenig zum Angucken hatten. Ne? Also wir sind ja früher wirklich nur auf Qualität gegangen und Quantität war gar nicht da. Da kam mal ein Let's Play Part alle 5 Tage höchstens mal. Und das geht ja nicht. Also das haben wir jetzt auch inzwischen mal begriffen, dass das Schwachsinn ist. Und ja, egal. Also der hat auch die Anfänge mit uns miterlebt. Und was vor allem geil ist an ihm war, dass er immer tatkräftig mitgeholfen hat, wenn es darum ging, technische Frage zu lösen. Hey Sam, sag mal hier. Ich krieg das nicht programmiert, ich krieg das nicht installiert, das hängt, das funktioniert auch nicht, woran liegt das denn jetzt? Und der hat immer, immer geholfen, echt immer und vor allem auch noch hilfreich, nicht nur versucht, sondern er hat es auch noch geschafft. Und ich habe schon, ja, super, echt super, super hilfreicher Typ, habe ich auch auf der Gamescom getroffen, ein super großer Typ und einfach nur klasse. Also, Sam, auch meine Grüße an dich. Wen habe ich noch? Also ich habe hier nichts aufgeschrieben, ich gucke nur manchmal nach unten oder nach oben, wenn ich nachdenke. Gary T, Mr. Gary T, Gary T, Ati, du bist sowieso mein Schnuckiputz, echt, du bist mein Schnuckiputz. Der ist so lieb, also das ist auch ein Let's Player, natürlich auch hier gleich verlinkt. Sam Samers, habe ich gesagt, dass ich die verlinke? Hier, ihr beiden, eure Links für euch. Gary T ist einfach nur ein super, super netter Kerl. Also erinnert mich auch an The Sim Samers. Hilft mir auch gerne weiter, wenn es um Renderungsfragen geht. Aber vor allem ist vielleicht auch ein paar von euch aufgefallen, dass wir seit kurzem auch schon ein paar Thumbnails haben. Es wird auch demnächst ein neues Kanaldesign erscheinen und alles super schön und neu. Und dabei hilft uns dieser Typ und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich, wirklich, wirklich. Der hilft uns ohne Ende. Das ist richtig geil. Also ja, er haut einfach Sachen raus und ich denke einfach, ey, er bekommt dafür nichts, er macht's einfach, weil er Bock zu hat. Und ich, natürlich promote ich ihn dafür, aber er will das eigentlich gar nicht und ist echt ein netter Kerl, einfach nur nett und super und ich Skype oft mit ihm, es ist super. Gary, Ati, Attili, Gruß an dich. Ja, wen haben wir noch? Mr. Dragon Killer, Mr. Dragon Killer 09 natürlich, Mensch, hier mein alter Metroid Kompane. Ja, der ist durch die Metroid Let's Plays zu uns gekommen und ist eigentlich, also der ist nicht so einer, wo ich sage, der hat uns jetzt promoted oder uns super geholfen, aber er hilft mir, indem er einfach wirklich fast bei jedem Metroid-Part, also wirklich manchmal solche Paragraphen schreibt, ja, ich die mir natürlich mit Begeisterung durchlese und einfach nur super finde, wie viel Zeit der sich nimmt, einfach nur um mir zu sagen, was ich besser machen kann oder was ich vergessen habe. Und damit das hilft, weil er einfach nur ein Metroid-Fan ist und inzwischen wahrscheinlich auch so ein kleiner Aufreger-Fan geworden ist. Und das finde ich natürlich super klasse. Ist eine super, super klasse Sache. Also, wenn ich mal sagen darf, Benny, Mr. Dragonkiller, ist ich irgendwie so lang. Ja, Benny, hab dich gern. Dich besuche ich auch noch. Der kommt sogar, vor allem, hat jetzt auch einen Kanal. Hier nochmal eine Verlinkung zu ihm. Ich habe ihn schon im letzten Infovideo genannt, aber da geht Musik an. Ja, den habe ich auch schon in meinem letzten Infovideo gehabt, den Benny, aber hier nochmal für dich. Also der ist einfach nur klasse, macht super Let's Plays und hat auch so einen kleinen schwäbischen Dialekt und das finde ich so, weil ich auch ungefähr aus der Ecke komme, also sehr sympathisch. Dann haben wir noch KingB360, Assassin's Creed 76, glaube ich, hieß der. Ich verlinke euch natürlich auch noch alle hier, also ja, und natürlich Damon Blitz, mein kleiner Schützling, mein kleiner Let's Player-Anfänger, auch nochmal Gruß an dich und auch danke daran, dass du kommentierst und likest. Leute, es gibt echt schon ein paar unter euch, und der Kegel-Let's Player natürlich, mein Gott, Kegel-Let's Player, Kegel, hier, Kegel, kriegt einen dicken Link, der kriegt jetzt einen richtig großen, hier, was, hier, Spiegelreflektor, so, das ist dein Link, der bleibt jetzt 5 Sekunden lang, während ich rede, nein, weg. Kegel, der ist jetzt auch gar nicht so lange dabei jetzt bei uns, seit ein paar Monaten ungefähr, und der kommentiert auch natürlich und liked regelmäßig. Mensch, wie konnte ich dich vergessen? Es tut mir leid. Ich hoffe, du verzeihst mir. Hier auf jeden Fall der dicker Link. Ne? Also, und auch alle anderen, die ich jetzt nicht genannt habe, ihr seid super. Danke, dass ihr uns so weit gebracht habt, wie wir jetzt schon gekommen sind, innerhalb von, ich glaube, 14, 15 Monaten, wie wir jetzt hier auf YouTube sind. Hätte ich nicht gedacht, dass sich da solche tollen Leute rauskristallisieren, dass die uns wirklich helfen und promoten und alles Mögliche. Also, es gibt echt noch nette Leute da draußen. Das finde ich echt geil. Und ja, freut euch einfach darauf, was demnächst noch kommen wird. Ich sage euch nicht, was unser nächstes Projekt sein wird und wie es nächstes Jahr aussieht, das werde ich euch wahrscheinlich so gegen Weihnachten, Silvester rum sagen. Ja, okay, also nochmal vielen Dank an alle, die ich genannt habe.
Und das war's eigentlich mit der spontanen Info. Aber not, euer Olli.